Möchte man mit der GoPro tolle Videos drehen oder Fotos machen, dann fällt einem ziemlich schnell auf, dass man um diverses GoPro-Zubehör einfach nicht drum herum kommt. Doch es muss tatsächlich nicht immer das relativ teure, originale GoPro-Zubehör sein. Ich habe mir jetzt für satte unter 20 Euro ein 53-teiliges Set von der Firma Niwo, vielleicht wird es auch Niwo ausgesprochen, das soll an dieser Stelle erstmal egal sein. Das Produkt habe ich natürlich unterhalb der Videobeschreibung auch verlinkt. Ich werde das Set mit dir auspacken, auch dass du ein besseres Bild von diesem Set bekommst. Die Firma selbst nutzt vom Material her das EVA, also das Ethylen-Vinyl-Acetat, kurz EVA, was gummiähnlich wirkt, aber sehr widerstandsfähig ist. Auf zum Auspacken! Gleich im Voraus, dieses Set greift nicht nur für die GoPro, sondern auch für andere Action-Kameras wie beispielsweise die DJI Osmo Action und natürlich auch noch einige andere. Also das Set wird in einer Versandtasche hier geschickt. Wie eine Tragetasche sieht das aus. So sieht das Set jetzt aus. Für unter 20 Euro, besser gesagt 18,99 Euro. Ein wirklich großes Set mit satten 53 Teilen. Was mich als erstes angrinst oder anleuchtet, ja, das ist sozusagen diese Boje, sag ich mal. Da kann man die GoPro befestigen. Also wenn man zum Beispiel schwimmen geht. Und falls man das verlieren sollte, kommt sie immer wieder hoch. Hier ist also ein bisschen Luft mit drin. Den kann man dann auch schön an die Hand machen. Aber falls es halt doch zum Verlust kommt, wird die Kamera, die hier dran befestigt wird, nach oben ans Wasser gelangen und dadurch sieht man sie immer wieder. Ja, also speziell für die GoPro 8 passt also auch wunderbar. So sieht das dann zum Beispiel aus. Ja, weiter geht's. Das hier müsste der Brustgurt sein. Der lässt sich dann natürlich auch super verstellen. Sieht jetzt vom Material her gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Ein bisschen Geruch ist auf jeden Fall vorhanden. Also man riecht dieses Gummiartige. Das finde ich schon, dass man das riechen kann. Was das jetzt hier auf Anhieb sein soll, wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ob das die Anti-Fog-Einsätze sind oder so, muss ich mir später dann nochmal genauer angucken. Dann hier dieser Selfie-Stick, der eigentlich nicht so toll sein soll. Der soll sich wohl relativ schnell verbiegen, also empfehlenswert soll der jetzt nicht sein. Ich weiß nicht, ob der auch ein bisschen weiterentwickelt wurde. Er wirkt zumindest stabiler, also wahrscheinlich wurde er doch verbessert. Eine kleine Tasche für den Transport dieser Utensilien beispielsweise, die man unterwegs mitnehmen möchte. Also auch das gut gelöst. Und hier riecht man auf jeden Fall dieses Material, definitiv. So, hier haben wir diesen echt tollen Tripod, den man also so verstellen kann und an irgendwelche Dinge befestigen kann. Also hier riecht man definitiv stark dieses Material. Wow, also hier riecht man es wirklich enorm. Also hier könnte ich ihn zum Beispiel an einen Baum dran machen oder an so einen Ast, der fixieren. Das ist schon cool gelöst. Nur schade, dass das Material wirklich. Wow, also bei dem Tripod hier riecht das enorm. Die Gummifüße sind natürlich auch klasse. Also an sich eigentlich ein echt cooles Teil, wenn dieser Geruch nicht wäre. Dann wäre es natürlich richtig toll. Ja, das Plaste sieht jetzt auch nicht so grandios toll aus, aber wird sicher einen Zweck erfüllen. Ja, ich glaube, hier braucht man nicht viel zu sagen. Die ganzen Mounts, also die Klebepads, einmal gewölbt, einmal gerade, 3M, muss ich glaube nichts hinzufügen. Das sollte klar sein. Kann man also beispielsweise ans Auto kleben, auch die gewölbten. Die gewölbten natürlich auch für Helme, etc.
Also beim Ski, bei jeglicher Sportart, wo man Helm benötigt, kann man dann super easy befestigen. Was gibt's hier noch Tolles? Das ist also die Kopfhalterung. Hier kann ich die GoPro einfach dran machen. Also wenn ich das jetzt so an meinen Kopf habe, kann ich die GoPro so befestigen und dann auf meinen Kopf befestigen. Auch gut gelöst, dass hier nochmal so ein extra Gummimaterial ist, der das sozusagen am Kopf extra befestigt. Also wenn dann Schweiß etc. vorhanden ist, dann bleibt das trotzdem am Kopf halt gut fixiert, so wie es halt gewünscht ist. Kann man natürlich auch verstellen, das sollte klar sein, also so, dass es auf jegliche Kopfform passt. So, dann wäre die erste Seite auch schon geschafft. Seite Nummer 2, der Saugnapf, auf den habe ich mich natürlich besonders gefreut. Hier kann ich also die Kamera gut befestigen, beispielsweise am Auto. Es lässt sich also simpel dran fixieren. Und dann kann man natürlich auch noch verschiedenste Möglichkeiten nutzen, um diverse Winkel halt oder Videoeinstellungen zu setzen. Tolle Sache. Wirkt sogar relativ stabil, muss ich sagen. Weiter geht's. Aha. Eine Halterung, wo man zum Beispiel das Handy auch mit dran machen kann. Also auch ganz cool gelöst. Dass das mit dabei ist, finde ich schon echt cool. Dann eine weitere Halterung. Hier kann man also die Kamera reinschieben. Man nimmt so einen Mount. Und dann kann man hier dank diesen Clipser zum Beispiel an den Rucksack oder an die Kleidung befestigen. So, was haben wir hier noch? Auch zur Verlängerung, das ist beispielsweise für einen Helm ganz interessant. Muss ich, glaube, nichts weiter erwähnen. Diese Halterung kann man beispielsweise nutzen. Die ist also mit Gummi ummantelt hier innen drin. Und kann man beispielsweise beim Fahrrad sehr gut verwenden. Was ist hier dran? Gehört auf jeden Fall nicht dazu. Also da kann man schon ziemlich viel damit anstellen, sage ich mal. Noch eine Halterung. Die kann man also ums Handgelenk dann machen. Die Kamera hier draufsetzen. Und die kann man eigentlich, ich muss nur mal gucken. Wenn man hier so reindrückt, lässt sich dieses Teil bewegen und drehen. Und sobald ich hier wieder reindrücke, ist es fest. Jetzt ist fest, genau. Also cool, kann man dann ans Handgelenk und die GoPro drauf. Ist natürlich auch eine coole Sichtweise. So, noch ein kleines Päckchen mit mehr Inhalt. Also viele kleine Teile auch wieder zum Befestigen der Kamera. Das ist auch sehr, sehr wichtig, um die Kamera zu fixieren. Nochmal so eins, also es sind zwei vorhanden sogar. Super praktisch. Für was dieses Teil ist, kann ich jetzt aktuell auch noch nicht sagen. Muss ich mich auch nochmal konkret reinlesen. Wahrscheinlich auch zur zusätzlichen Fixierung. Also viele kleine Teile, mit denen die verschiedensten Möglichkeiten machbar sind. Man muss also ein bisschen kreativ sein. Und ich glaube, dank diesem Set lässt sich da wirklich sehr, sehr viel realisieren. Das hier ist sozusagen, dass man die Schrauben besser fixieren kann. Sieht dann also so aus. Diese Halterung rund kannte ich bisher auch noch nicht. Kann man dann mit diesen kleinen Fäden hier fixieren. Auch cool. Also da ergeben sich tatsächlich viele, viele Möglichkeiten. Und das alles für nur 18,99 Euro. Das ist wirklich unglaublich. Die Qualität sei erstmal dahingestellt. So schlecht finde ich das gar nicht. Also für diesen Preis, ich glaube, das ist unschlagbar.
Was mir natürlich beim ersten Eindruck so auffällt, die Qualität ist an sich gar nicht so schlecht wie erstmals gedacht. Und aufgrund dieser großen Auswahl an kleinen Teilen ergibt sich einfach eine Riesensumme an Möglichkeiten, was man damit einfach anstellen kann. Ein bisschen Kreativität ist da natürlich auch vorausgesetzt, aber ich denke, damit lässt sich einfach ganz, ganz viel machen. Also wenn man das jetzt hier mal alles sieht, für 18,99 Euro, ich finde, da geht einfach nichts drüber. Ich denke, da kann man auch einfach nichts falsch machen, auch wenn das jetzt nicht der originalen GoPro-Qualität entspricht, aber bei diesem Set, das ist uneingeschränkt empfehlenswert, wenn man einfach bedenkt, was man für diesen Mini-Preis alles bekommt. Also wirklich, wow. Ich bin natürlich gespannt, wie sich die ganzen Teile im GoPro-Alltag bewähren, was er gut hält, was nicht, was relativ schnell kaputt geht. Aber anscheinend wurden die Produkte auch mittlerweile, ich sag nur bei dem hier, bei dem ja, Selfie-Stick, so will ich es jetzt mal nennen, da wurde auf jeden Fall schon was verbessert. Also mal schauen, wie sich das entwickelt, und da halte ich dich auf jeden Fall auf dem Laufenden. Das soll es auch erstmal gewesen sein. Solltest du noch Fragen zum 53-in-1 Set von Newer haben, dann stell mir doch deine Frage einfach in Form eines Kommentars. Ich werde dir wie immer zeitnah antworten. Wenn dir das Video gefallen hat, vergiss den Daumen hoch nicht zu klicken. YouTube-Abo nicht vergessen, und dann sehen wir uns definitiv im nächsten Video wieder. Ich sag erstmal ciao und bis zum nächsten Video. Mach's gut.